Ahoi Leute, 12.04. heute und heute war Pressekonferenz und Herr Lauterbach und Cem Özdemir haben die neuen Eckpunkte vorgestellt. Kein Gesetzesentwurf, aber neue Eckpunkte. Überarbeitet und jetzt wohl soweit konform mit allem Nötigen, dass das losgehen kann. Lauterbach hat da erstmal noch so mal ein bisschen den Rahmen umrissen, den wir natürlich alle kennen, und hat immer wieder betont, wie gut die Gespräche mit der EU waren. Und ja, dass es ja sehr konstruktiv war und dass auch, dass wir nicht alleine sind in der EU, was Legalisierungspläne angeht. Da will man in Zukunft ja sehr stark dranbleiben und auch mit anderen Nationen zusammenarbeiten, damit es insgesamt zu einer europäischen Lösung kommt, was ich ziemlich geil finde und was Karl Lauterbach auch immer wieder angemerkt hat in der Pressekonferenz. Das Ganze soll jetzt in zwei Säulen stattfinden. Die erste Säule beinhaltet dann Eigenanbau, Entkriminalisierung, Social Clubs, wobei Karl Lauterbach betont hat, er möchte es eigentlich nicht Social Club nennen, Cannabis Social Club, denn wenn es nach ihm geht, wird dann nicht konsumiert. Das heißt also kein soziales Zusammentreffen, also kein Social Club. Das sehe ich noch nicht, dass das so kommt, dass es keine Konsummöglichkeiten gibt. Cem Özdemir hat da auch durchblicken lassen, dass er da noch nicht so ganz mit konform ist. Und auch heute Nachmittag, Heidenblut und Wegge haben sich auch gleich sofort zu Wort gemeldet. Die haben dazu auch nochmal gesagt, also dass dieses Nicht-vor-Ort-Konsumieren ist Blödsinn. Ich meine auch, was soll das bringen? Ne? Es wird ja nicht mehr konsumiert, nur weil man da zusammentreffen kann. Das ist, also ich halte das eher für gut. Ne? Das ist ein Treffpunkt. Warum dürfen Leute sich in der Kneipe treffen, um ein Bier zusammen zu trinken? Ne? Ja. Warum sollten die sich dann nicht auch in ihrem Social Club, wo sie sich engagieren, das ist Vereinswesen. Da trifft man sich, da ist man miteinander irgendwie aktiv und kümmert sich dann da um die Pflanzen oder wie auch immer. Und da gibt es Austausch, also sehr wichtig meiner Meinung nach. Und ich denke auch nicht, dass das so kommen wird, dass es da keine Konsummöglichkeiten geben wird. Es soll auf 500 Mitglieder begrenzt sein, soweit die Eckpunkte. Und man soll dann pro Person maximal 50 Gramm im Monat aus diesem Social Club kriegen können, wenn man Mitglied ist. Oder maximal 25 Gramm am Tag. Das heißt also, ne, man könnte sich zweimal im Monat 25 Gramm aus seinem Social Club mit nach Hause nehmen, straffrei. Außerdem soll natürlich der Eigenanbau entkriminalisiert werden. Heute haben sie davon gesprochen, dass 3 weibliche blühende Pflanzen erlaubt sein sollen. Dementsprechend dann auch die Jahresernte, was ja eine ganze Menge ist, aber was zu Hause stattfindet, ist dann eben anders als das, was man mit sich führt. Die 25 Gramm beziehen sich nur auf das Mitführen, was meiner Meinung nach völlig in Ordnung ist. Ja, Mitglied werden kann man dann ab 18 Jahren und klar, das Ganze soll dann auch wieder mit viel Prävention und Aufklärung und so weiter einhergehen, ganz klar. Muss natürlich gemacht werden, es muss nur vernünftig gemacht werden und nicht von irgendwelchen Polizisten, die an Schulen kommen und irgendwelche Halbwahrheiten erzählen und irgendwas von Turbogras und ihr werdet alle Psychosen erleiden und so weiter, sondern faktenbasiert, ohne Angstmacherei, und dann verstehen das die Jugendlichen schon, die sind nicht blöd, ja, die wissen eine ganze Menge, auch jetzt schon, also viele werden dann sowieso die Augen verdrehen, wenn irgendwer denen was erzählen will, ne? Die wissen schon eigentlich Bescheid. Viele zumindest. Wird natürlich dann noch besser durch die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und ja, dadurch, dass man keine Angst mehr haben muss. Ne? Dass da, allein dadurch wird ja der Jugendschutz schon stärker und die Aufklärung. Allein, weil man aktiv darüber sprechen kann. Auch in der Familie, Verwandtschaft, Freunde. Ja? Da wird ganz von alleine ein besserer Jugendschutz oder eine bessere Aufklärung stattfinden. Der Jugendschutz wird jetzt durch die erste Säule allein dadurch schon verbessert. Also Jugendliche werden auch, wenn nach einer vollen Legalisierung nicht konsumieren dürfen. So. Und wenn jetzt Erwachsene die Möglichkeit haben, sauberes Cannabis
in Vereinsstrukturen anzubauen oder auch zu Hause, dann ist es am Ende immer noch sauberes Cannabis, nicht vom Schwarzmarkt. Allein das ist schon eine Verbesserung. Im Moment haben wir potenziell dreckiges, gestrecktes, gefährliches Gras vom Schwarzmarkt. Und das betrifft dann natürlich auch die Jugendlichen. Nicht, dass die konsumieren sollen, aber wenn sie denn dann konsumieren, unerlaubterweise, konsumieren sie zumindest sauberes Cannabis. Das muss man sich auch mal überlegen, ne? Jugendliche, die dann irgendwie auffällig werden durch ihren Konsum, den nicht erlaubten Konsum, die sollen dann entsprechende, ja, das hat er nicht so ganz detailliert erklärt, irgendwelche Hilfsangebote kriegen, ne? Vielleicht ähnlich wie in Portugal, da ist es ja auch so, dass man, ne, sobald da irgendwie ein problematischer Konsum ja angenommen wird, dass man dann Hilfe kriegt und ne, die Möglichkeit da irgendwie wieder rauszukommen. Aber auch die Jugendlichen werden nicht strafverfolgt, sondern ja, denen werden halt Hilfsangebote geliefert, wenn sie sie denn brauchen. Und ansonsten werden sie wahrscheinlich ja noch ein bisschen aufgeklärt und warten dann, bis sie 18 sind und machen dann eh weiter. Genau. Säule 2 wird dann mit Modellprojekten einhergehen. Das war ja schon die ganze Zeit so ein bisschen im Gespräch. Die komplette Legalisierung mit Fachgeschäften als zweite Säule wird es so nicht geben. Es wird Modellprojekte geben. Die sind, soweit ich das verstanden habe, erstmal nicht größenmäßig begrenzt und ich habe auch keine Menge, also ne, nicht rausgehört, dass irgendwie nur eine bestimmte Anzahl oder keine Ahnung, in jedem Bundesland nur 5 oder so. Also sowas habe ich nicht rausgehört. Lauterbach hat gesagt, dass eine Modellregion sozusagen ja den Konsum dieser Region abdecken können sollte. So habe ich das verstanden. Und das wäre natürlich gut. Also wenn das dann so kommt, dass es sozusagen so viele Modellprojekte gibt, dass auch der ganze Konsum dann ja abgedeckt werden kann. Gut, das wird natürlich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht genau, wie die sich das dann vorstellen. Aber es ist zumindest nicht so, dass es nur, keine Ahnung, Hamburg, München und Berlin und ne, und dann war es das, sondern es hat sich so angehört, als ob da schon auch der Bedarf abgedeckt werden würde. Ja, inwiefern oder inwieweit dann wirklich, das werden wir dann sehen, ne? Özdemir hat dann auch nochmal gesagt, dass diese beiden Säulen nicht ins Notifizierungsverfahren müssen. Also dass die Entkriminalisierung und Eigenanbau und so weiter ja sowieso nicht. Aber eben halt dann die Modellprojekte auch nicht, weil das auch explizit mit EU-Regeln einhergeht. Also zu wissenschaftlichen Zwecken, was dann diese Modellprojekte sind, wird es möglich sein. Und das ist auch mit der EU ja d'accord. Und die beiden haben immer wieder betont, dass diese jetzt geplante progressive Drogenpolitik auf EU-Ebene und dass es da eben auch andere Länder gibt, die da ja auf uns gucken und die auch diesen Weg gehen wollen eigentlich und die jetzt ja darauf warten, dass es losgeht. Karl Lauterbach hat dann aber nochmal betont, dass die Fehler, die man zum Beispiel in den Niederlanden gemacht hat, nicht machen will. Wobei gut, also er will den Fehler nicht machen, dass das, was gekauft wird, weiterhin vom Schwarzmarkt kommt. Das wird dadurch verhindert jetzt erstmal, dass in Social Clubs bezogen werden kann und dass der Eigenanbau erlaubt wird. Diese Leute, die werden dann ihr Gras nicht mehr vom Schwarzmarkt kriegen, was gut ist. In den Niederlanden ist das wird komplett alles, was in den Coffeeshops verkauft wird, noch vom Schwarzmarkt bezogen. Und ja, wissen viele nicht, ne? Viele denken, in den Niederlanden ist es komplett legal, was Blödsinn ist. Ja, und dann über diese Modellprojekte sollen dann eben wissenschaftliche Daten erhoben werden. Diese Modellprojekte sollen über 5 Jahre laufen. Und Karl Lauterbach hat, ja, er hat es gesagt, aber das muss er sagen oder ist natürlich auch ehrlich, dass diese Modellprojekte auch theoretisch fehlschlagen können. Also es kann, wenn am Ende evaluiert wird, auch gesagt werden, nö, bleibt bei Säule 1. Also die Modellprojekte haben sich nicht bewährt. Wird nicht kommen, wissen wir alle. Legalisierung hat sich überall bewährt, wo sie stattgefunden hat. So, das Ganze soll jetzt, die erste Säule soll jetzt noch im April einen Gesetzesentwurf kriegen, was ja, ja,
sehr, sehr, sehr notwendig ist. Denn das beinhaltet ja, ne, diese ganzen akut wichtigen Sachen, ne, Entkriminalisierung, Führerschein vor allem auch. Darüber wurde nichts gesagt, außer dass es irgendwie in Arbeit ist. Aber man wurde da nicht konkret zu Grenzwerten, leider. Hätte ich mir sehr gewünscht, da irgendwie was zu sagen. Aber gut, werden wir sehen. Da ist unser Herr Wissing ja auch ein bisschen von einer langsameren Sorte. Irgendwas wird da mit dem Gesetzesentwurf im April, da gehe ich ganz fest von aus, dann auch kommen. Der Rest, also Säule 2, kommt dann als Gesetzesentwurf nach der Sommerpause. Zieht sich dann ja irgendwie vielleicht auch noch ein paar Tage hin. Aber man will auf jeden Fall die erste Säule jetzt so schnell wie möglich durchkriegen, wie es geht. Und das glaube ich den beiden auch. Das haben sie ja glaubhaft rübergebracht. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass Cem Özdemir mir ja ein sehr großer rhetorischer Vorteil für Lauterbach war. Also wir wissen ja Lauterbach, ne? Also er und so weiter. Der ist ja jetzt rhetorisch nicht so die hellste Birne auf dem Kuchen. Und das hat Özdemir sehr gut kompensiert. Er hat sich dann immer mal wieder eingeschaltet und was ergänzt. Also das fand ich gut. Und ja, letzten Endes war das eine befriedigende Pressekonferenz. Dann kamen Fragen aus dem Publikum. Da habe ich jetzt nicht so viel zu mitgeschrieben. Ja, man hat da einfach nochmal betont, dass das langfristige Ziel weiterhin die komplette Legalisierung bleibt, was man über diese Modellprojekte dann ja verifizieren will, dass das gut ist. Und wurde auch gefragt, ob das jetzt dann hier mit dem eigentlichen Ziel von Jugendschutz und so weiter nicht jetzt so richtig irgendwie einhergeht, diese Herangehensweise. Da wurde nochmal drauf eingegangen, ne, dass ja auch so schon mehr Jugendschutz stattfindet. Das ist ja nicht so, dass irgendwie jetzt dann dadurch, dass es Social Clubs gibt und Eigenanbau, dass dadurch der Schwarzmarkt dann noch mehr floriert. Denn die Leute, die das in Social Clubs machen oder zu Hause, die gehen ja nicht mehr auf den Schwarzmarkt. Wieder nicht wie in den Niederlanden, wo die Coffeeshops direkt vom Schwarzmarkt einkaufen. Das ist eine ganz andere Sache. Und Lauterbach hat nochmal gesagt, dass es möglicherweise ja auch einfacher ist oder schneller geht, einen Social Club aufzumachen, zu gründen und dann zu betreiben, als jetzt ein lizenziertes Fachgeschäft. Ob das so ist, weiß ich nicht. Es wurde dann nochmal nach dem bösen Drogentourismus gefragt, ne, dem innerdeutschen Drogentourismus, ne, wie denn da jetzt mit umgegangen wird, wenn jetzt plötzlich, keine Ahnung, München Modellregion wird und dann ganz Deutschland nach München pilgert. Aber das ist natürlich Blödsinn. Erstmal wird es ja überall Modellregionen geben. Auch in Bayern, Herr Söder. Ja, auch bei Ihnen wird es Modellprojekte geben. Das werden Sie schon noch sehen. Und dadurch, dass es die CSCs gibt und den Eigenanbau, ist der Bedarf, irgendwo jetzt hinzufahren, weiter weg in Deutschland, um dann da einzukaufen, auch nicht groß. Also der Bedarf, der wird dann schon vor Ort gedeckt. Da bin ich mir ganz sicher. Und das hat Lauterbach auch so nochmal gesagt. Amnestie wurde angesprochen. Ein ganz wichtiges Thema. Also erstmal wird es natürlich sowieso so sein, dass jetzt laufende Verfahren sowieso, sobald das in Kraft tritt, dann fallen gelassen werden. Also das wird natürlich kein Verfahren mehr weiterverfolgt, sobald das Gesetz dazu nicht mehr da ist. Es wurde aber auch gesagt in der Pressekonferenz, dass da irgendwie auch rückwirkend was stattfinden kann. Jetzt wenn zum Beispiel jetzt auch auf den Führerschein bezogen, da haben sie auch wieder so ein bisschen sich bedeckt gehalten, aber ich habe so ein bisschen rausgehört, dass es sein könnte, dass auch, sagen wir mal, einer, der jetzt wegen, ne, so wenn wir jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, geil wäre es ja, 10 Nanogramm kriegen als Grenzwert und da hat jemand seinen Führerschein verloren wegen 2 Nanogramm, dass der dann seinen Führerschein unter Umständen wiederkriegt. Oder wenn jetzt derjenige noch eine MPU machen müsste, die nicht machen muss und seinen Führerschein dann so wiederkriegt. Also wie das dann genau ausgestaltet ist mit der Amnestie, muss man mal sehen. Ich würde mir wünschen, dass Leute, die darunter gelitten haben, ja, gewaltfreie, konsumnahe Delikte sowieso oder aber auch Verkauf, diese Leute oder auch Anbau, die Leute sollte man sich heranholen und warm halten und auf diesem neu entstehenden Arbeitsmarkt einsetzen.
Das sind die Fachkräfte, die wir da brauchen. Das wäre gut. Wird in einigen amerikanischen Staaten so gemacht, sollte bei uns am besten auch so gemacht werden. Im Großen und Ganzen haben sie noch mal gesagt, die beiden, dass alle Parteien soweit d'accord sind mit diesen ganzen Eckpunkten. Da wird es natürlich noch ein bisschen drüber diskutiert. Und erste Version ist dann ja meistens auch nicht die Endversion. Also da wird hier und da sicherlich noch was dran verändert. Hier Stichpunkt Konsummöglichkeiten im CSC. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass so bleibt. Werden wir sehen. Also da gehen sie jetzt auf jeden Fall ran. Soweit diese Pressekonferenz heute. Also ich fand die gut. Ich habe den beiden geglaubt, was sie da gesagt haben. Ich fand auch besonders gut, dass Karl Lauterbach da nicht alleine gesessen hat. Das wäre... Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist halt rhetorisch nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Und Özdemir dafür umso besser, ne? Der kriegt das schon hin, der kann auch ein bisschen labern. Und schade war, dass die FDP nicht vor Ort war. Keiner von der FDP. Das war blöde. Wissing hätte da sein können, Buschmann hätte da sein können. Buschmann war eigentlich auch eingeplant, aber ist wohl im Urlaub irgendwie auch weiter weg, sodass er nicht mal eben kommen kann. Ja, wäre meiner Meinung nach sehr interessant und wichtig gewesen, aber gut, dann ist es jetzt halt so. Jetzt bleibt abzuwarten, was passiert, wie schnell es geht. Im April soll der Gesetzesentwurf für die erste Säule noch kommen. Da haben die sich beide auch sehr, sehr so angehört, als ob es wirklich so sein soll. Und das ist jetzt auch, dass jetzt diese Pressekonferenz oder diese Ankündigung erst später kam, nur wegen terminlichen Gründen, nehme ich ihn irgendwo auch ab. Ja, wenn der Gesetzesentwurf da ist, dann geht's weiter. Und dieses Jahr werden wir noch als Nicht-Kriminelle durch die Gegend laufen. Ich sage euch das. Und da freue ich mich so dermaßen drauf. Auch wenn es dann erst der erste Schritt ist und es geht dann noch weiter. Aber wir wollen ja, haben wir noch was zu tun. Ne? Wir müssen ja auch was machen. Wäre ja auch langweilig. Naja, nicht wirklich, wenn es jetzt alles schon vorbei wäre. Spaß. Wäre super geil, wenn alles schon vorbei wäre und wir uns zurücklehnen könnten und es wäre alles fertig und egal. Das wäre natürlich der Hammer. Haben wir so nicht? Egal. Kriegen wir auch noch. Bleibt positiv. Denkt daran, wir kriegen dieses Jahr was. Heulen können wir, wenn alles gescheitert ist. Nicht vorher schon die ganze Zeit. Ja, das war's für mich für heute. Ich guck mal das Video zur Pressekonferenz von Thilo Jung werde ich euch, der war live dabei heute, das werde ich euch verlinken. Könnt euch das nochmal angucken. Und ansonsten wünsche ich euch noch was. Haut rein, wir hören uns.